Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Space Age Folge 4. Letztes Mal haben wir hier oben uns etwas um Annehmlichkeiten gekümmert, wie Fließbänder, Greifarme, aber auch Assembly-Maschinen und Miner, so dass ich die nicht die ganze Zeit von Hand craften muss. Was das aber auch bewirkt, ist ein bisschen ein Abfluss an Eisen. Und wenn wir unser Eisenfeld hier hinten mal anschauen, da ist nicht mehr allzu viel drin. Das heißt, wir müssen uns bald um ein anderes Feld umschauen. Und wir haben hier eins, wir haben hier eins und wir haben hier eins. Und ich denke, die sind etwas weiter draußen, so am Rande von unserer Verschmutzung. Ich habe mir daher gedacht, wir wollen da mal eine Mauer und Verteidigung machen. Und dafür sollten wir vielleicht ein Feld auswählen, das wir gut verteidigen können. Denn wenn wir beispielsweise dieses hier nehmen würden, dann müssen wir hier zumachen, wir müssen hier zumachen und wir müssen auch hier unten irgendwie zumachen. Das ist recht eine weite Strecke. Darum denke ich, machen wir hier oben zu. Da haben wir zusätzlich auch noch Cliff, was wir für unsere Verteidigung auch nutzen können. Und wie verteidigen wir? Wir haben inzwischen hier Lasertürme. Dazu brauchen wir aber noch Batterien. Und wir haben die Flammenwerfer. Habe noch nie Flammenwerfer benutzt, aber kann man ja mal probieren. Ich habe gehört, die sollen recht tüchtig sein, wenn es darum geht, da zu verteidigen. Genau. Hier das Häkchen setzen. Und dann brauchen wir Wasser. Wir brauchen Schwefel. Und wir brauchen Eisen. Eisen holen wir uns von hier unten. Und dann brauchen wir Batterien. Batterien. Wir brauchen Schwefel. Hier ist alles behelfsmäßig. Batterien. Wir hier. Und dann brauchen wir noch Kupfer. Machen wir hier hoch. Und noch ein paar Rohre. Und dann, was brauchen wir hier für die Lasertürme? Da brauchen wir dann nur noch etwas Stahl. Machen wir das doch mal so. Hier die Kupferkabel. Hier die grünen Schaltkreise.
mit einem langen Greifarm. So. Und dann hier Laserturm. Machen wir so einen Teiler ran. So, das wollte ich. Und dann das Ganze in eine Kiste. So viel werden, denke ich, reichen. Und dann hier ausgeben wir auf ein Band, das wir hier nach unten führen. Und dann brauchen wir da oben auch einen Werfer. Und das sollten unsere Laserverteidigung werden. Und ich versuche mal hier ein Template für unsere Mauer hinzubekommen. Mit den Lasertürmen, mit den Flammenwerfern und natürlich der Mauer selber. Unsere Flammenwerfer wollen wir natürlich nicht mit Rohöl befeuern, sondern wir machen das mit Leichtöl. Und dafür müssen wir unser Raffinerie-Setup hier etwas anpassen. Denn inzwischen haben wir die zweite Raffineriestufe erforscht, so dass wir dann hier die Verfeinerung leisten können, beziehungsweise das hier machen wir das Schmiermittel und dann brauchen wir hier eine Pumpe in diese Richtung. Für das hier und da machen wir ein Signalkabel ran. Wenn wir hier mehr als 15.000 drin haben, soll gepumpt werden. Und hier machen wir das so. Und das soll in diesen Kessel rein. Und dann das müssen wir hier an den richtigen Eingang bringen, denn hier kommt Wasser ran. Und hier machen wir das dann so. Geht dann wieder hier
rein. Und ich denke, drei dürften genügen, denn hier haben wir, weiß nicht, sind es 8 oder 7 Raffinerien, die wir brauchen. Dann, ich glaube, es sind 7, 2, 8. Das heißt, wenn wir hier in etwa gleich viele Chemiefabriken haben, dann sollte sich das ausgehen. Und hier brauchen wir noch jenste Untergrundrohre. Wir brauchen Strom. Dann brauchen wir hier noch Wasser. Ich stelle mal hier die Rezepte um. Mit Häkchen. Und dann brauche ich etwas mehr Eisen, damit wir hier auch noch eine Pumpe ranbringen können. Und dann brauchen wir recht viele Untergrundrohre, denn wir müssen das Leichtöl von hier unten bis hier oben bringen. Und wir müssen auch Elektrizität bis da nach oben legen, denn das brauchen wir für unsere Lasertürme. Strom und Leichtöl haben wir hier oben. Und ich habe auch eine Blaupause von einer möglichen Verteidigung mit Türmen. Und die platzieren wir jetzt einfach mal hier auf dieser Seite. Das geht sich ziemlich gut aus. Und die Frage, die sich dann noch stellen wird, ist, habe ich genügend Material? Ich habe sicher nicht genügend Material, um die ganze Verteidigung bis zur anderen Seite fertigzustellen. Aber ich habe wahrscheinlich nicht mal genügend Material, um die Verteidigung hier auf dieser Seite fertig zu bekommen. Und wie wir hier sehen können, die Lasertürme, die haben Lücken. Das ist hauptsächlich so, weil wir nicht allzu viel Lasertürme haben werden hier am Anfang. Zum anderen ist auch die Energieversorgung etwas, was wir berücksichtigen müssen, denn die Lasertürme brauchen nicht nur Energie, wenn sie feuern, sondern auch wenn sie einfach nur dastehen. Und das haben wir hier mit diesem Peak gesehen. Das war der initiale Load und wir können sehen, hier der Aufwand, der Verbrauch, der geht allmählich in die Höhe. Und was wir jetzt noch platzieren können, sind unsere Flammenwerfer. Oh, ich hatte genügend, aber jetzt habe ich nur noch einen und das ist definitiv zu wenig für den Rest der Mauer.
Und dann hier messen wir von unten das Ganze anschließen. Und dann haben wir diesen Teil hier schon mal verteidigt. Da machen wir auch einen Radar dran. Und da oben sehen wir, da gibt es ein Nest. Denke ich, können wir dem natürlichen Verlauf der Klippe folgen und brauchen da nicht unbedingt Verteidigung. Wir müssen nur die Lücken in der Klippe verteidigen. Und da haben wir eine hier oben. Das machen wir mal so. Beziehungsweise dann diesen Teil machen wir so, und hier, wo wir diagonal sind, vielleicht etwas mehr mit den Lasertürmen, denn wenn wir so Flammenwerfer haben, die in der inneren Ecke sind, dann können sie sich gegenseitig befeuern, und das ist, denke ich, nicht so optimal. Wenn wir jetzt hier dem Klippenverlauf noch weiter folgen, dann kommen wir hier an eine Wasserkante. Und das so machen. Denke ich, entfernen wir diesen Teil. Und da können wir mit etwas Landfill das Ganze noch etwas aufbessern. Gut, das soweit die Planung, und jetzt geht es effektiv darum, das Ganze auszuführen, und da brauche ich sicherlich noch einiges an Material. Nicht nur Lasergeschütztürme und Flammenwerfer, sondern auch die Wände und Untergrundrohre. Mit den kleinen Mauern hier im Norden sollten wir zumindest für den Moment hinreichend verteidigt sein, so dass wir hier dieses Erzfeld, Eisenerzfeld angehen können. Und ich denke, da werde ich vorerst vielleicht mal ein Band nach unten legen und in unsere Schmelze rein. Aber wahrscheinlich werden wir dann irgendwann ein zweites Band benötigen, denn der Eisenhunger ist groß, und wir werden auch einiges an Stahl benötigen, insbesondere wenn wir dann weitere Forschungen mit an den Start bringen wollen. Und derzeit bin ich etwas zurückhaltend mit der Forschung. Fokussiere ich da hauptsächlich auf Laserschaden, das was wir hier mit den
Fläschchen, die wir haben, mal erledigen können, denn dadurch können wir, brauchen wir weniger Lasergeschütze und sparen auch etwas an Strom, denn ich weiß nicht, wie unser Setup regiert, wenn wir dann effektiv da auch mal Lasergeschütze abfeuern. Denn wir haben immer noch hier nur eine Reihe an kohlebefeuerten Dampfkesseln. Und diese Reihe ist vollständig ausgebaut, das heißt, wir könnten das Ganze nochmals auf die andere Seite bringen, aber natürlich verbrauchen wir dafür einiges an Kohle. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich mache hier noch den Eisenanschluss fertig und dann können wir hoffentlich der Zukunft etwas gelassener entgegensehen.